Wo kauft man einen Spritzschutz? Hab jetzt die Schnauze voll von der ständigen Sauerei. Ey, das ist ja wohl voll eklig. Sowas solltest du vielleicht nicht hier schreiben? Wieso denn? Gestern sind die Eier so heiß geworden und dann spritzt das da voll unkontrolliert raus und versaut alles. Martin, es reicht. Kondome gibt's in der Apotheke oder beim DM. Ich fass es nicht, was du für ein Ferkel bist. Oh wei, geil. Ich glaub ja eher, du bist das Ferkel. Spritzschutz für die Pfanne habe ich gemeint, damit da nicht immer das Öl und so rausspritzt. Ich lach mich tot. Und Laura, weißt du jetzt, wo man sowas kaufen kann? Klappe, mit dir rede ich nicht mehr. Noch 2 Stunden Bahnfahrt, dann sind wir endlich da. Gleich mal die Füße in die Nordsee tauchen. Die Entspannung haben wir uns nach dem ganzen Umzugsstress verdient. Hey, freut mich für euch. Hoffentlich war die Bahnfahrt dann stressfrei bisher. Alles gut gelaufen. Ihr geht an die Nordsee? Warum nicht ins Ausland? Wir waren da schon vor 4 Jahren. Hat uns super gefallen. Muss nicht immer Ausland sein. Also, wenn man schon Urlaub nimmt, will man doch was sehen. Ich war im Juni auf Teneriffa und im Oktober geht's mit Lena nach Ägypten. Schön für dich, aber wir fühlen uns auch an der Nordsee sehr wohl. Ja, aber man kann ja nicht immer das Gleiche anschauen. Bis nach Ägypten sind es nur ein paar Stunden und du bist in einem anderen Land. Das ist super aufregend. Wenn du so überzeugt davon bist, arbeite doch einfach in einem Reisebüro. Oder lass uns da doch raus. Und selbst da werden Leute Reisen innerhalb Deutschlands buchen. Mein Gott, ich wollte euch ja nur was Gutes tun. Jeder hat eben andere Urlaubsziele. Also ich bin in Deutschland auch gerne im Urlaub. Innerhalb Deutschlands kann ich immer noch verreisen, wenn ich alt bin. Jetzt will ich die Welt sehen. Macht halt so, wie ihr es wollt. Wer von euch kennt ein gutes Hausmittel gegen Muskelkater? Meine Freundin meinte, sie hätte voll den Tennisarm. Da hilft der gute alte Kühlakku, den vielleicht in ein Handtuch einwickeln. Gibt auch echt gute Salben, wie Voltaren zum Beispiel. Seit wann spielt Nina denn Tennis? Die spielt kein Tennis. Die war heute Mittag mit Svenja bei diesem Tom aus dem Studiengang, um für Mathe zu lernen. Und hat zu viel geschrieben, meint sie. Svenja liegt seit ein paar Tagen krank im Bett. Hab sie gesehen. Denkt, die hat gerade andere Sorgen, als für Mathe zu lernen. Will ja keine schlafenden Hunde wecken, aber das ist schon sehr verdächtig. Wenn Frauen einen Tennisarm haben und kein Tennis spielen, dann denke ich gleich an etwas anderes. Aha, und an was bitte? Ich will es mal so sagen, als ich noch Single und rattig wie Nachbars Lumpi war, da hatte ich das oft. Lol, das kenne ich auch. Moment, Nina hat aber keinen Pimmel, du Scherzkeks. Oh, fuck! Ding, 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 Jackpot! Kennt wer seine Adresse? Nina lernt gerade wieder mit dem. So, an alle, die es interessiert, hab den ersten Tag in Taiwan heil überstanden. Die Kollegen sind super freundlich und meine Klasse ist wirklich cool drauf. Muss mich noch ein wenig einleben, aber das wird schon. Weitere Berichte folgen. Taiwan ist so schön. Genieß es. Ich war leider nur 3 Wochen dort. War aber unglaublich. Wusste gar nicht, dass du in Taiwan bist. Wie kommt man auf die Idee, nach Taiwan auszuwandern? Ich bin nicht ausgewandert. Wollte nur nicht gleich nach dem Studium anfangen, irgendwo fest zu arbeiten. Ich springe hier für 6 Wochen für eine Freundin ein, die ihr Englisch unterrichtet hat. Jetzt aber wieder zurück nach Deutschland will. Auslandserfahrung und so, weißt du? Ach so. Dann viel Spaß mit den ganzen Harutos und Hinatas. Das sind japanische Vornamen. In Taiwan haben die alle eher ganz gewöhnliche amerikanische Namen, wie Andy, Emily oder Jack. Wenn die mal einen einheimischen Namen tragen, dann Shen. Ja, nicht alle Namen hier sind so gewöhnlich. Hab ein Zwillingspaar in der Klasse sitzen. Der eine heißt Son Goku und der andere Krillin. Die Eltern waren wohl Dragon Ball Z-Fans. Wirklich jetzt? Dragon Ball Z for life. Ja, wirklich. Ich muss die ganze Zeit aufpassen. Nicht, dass Krillin ständig stirbt und ich dann die verdammten Dragon Balls suchen muss, um ihn wieder zurück ins Leben zu holen, nur um keinen Stress mit seinen Eltern zu bekommen. Ich habe die Serie geliebt. Würdest du dein Essen auch brav mit Vegeta? Das mache ich tatsächlich. Meine Mama hat mir eine Packung in den Koffer gelegt. Moment, Son Goku und Krillin sind in deiner Klasse? Dann bist du ja ihr Ausbilder. Das bedeutet, du bist der Herr der Schildkröten. Wow, mind blown. Aus der Rubrik Krasses Wissen. Chemnitz heißt erst seit 20 Jahren so. Klar, hat früher Karl-Marx-Stadt gehießen. Das hast du nicht gewusst? Nö, bin ja erst seit 2 Jahren hier. Kann man trotzdem wissen. Weißt du auch, wer Karl Marx war? Ja klar, das war so ein Comedy-Autor. Ein Comedy-Autor? So wie Stan Lee. Informier dich mal etwas über deutsch-amerikanische Geschichte. Wo hast du das denn her? Und lass mal das mit den Ausrufezeichen, das nervt. Das ist Allgemeinwissen.
Noch nie was von dem gelesen? Hab mal gehört, der Marx hat den Kommunismus erfunden und darüber ein Buch geschrieben oder so, aber was weiß ich schon. Nee, der Kommunismus kommt aus Russland, das weiß ja wohl jeder. Und warum sollten die eine deutsche Stadt nach einem Comedy-Autor benennen? Das waren die Amis nach dem Krieg. Die haben da auch seine Comics mitgebracht. Also Marx hat absolut nichts mit Comedy am Hut, sondern hat Bücher über den Kommunismus geschrieben. Ich sag ja, der hat Bücher geschrieben. Von Karl Marx ist unter anderem auch Donald Duck. Barks. Der Typ heißt Karl Barks. Meine Güte, bist du ein Besserwisser. Merkst du eigentlich, wie blöd du bist? Karl Marx war ein Theoretiker des Kommunismus. Das Kapital. Ich schenke dir bei Gelegenheit mal ein Mickey Mouse Magazin. Vielleicht lernst du daraus noch was. Wer kennt sich mit iPhone aus? Hier. Wie starte ich deine Serienaufnahme? Kamera öffnen, Foto und dann den Auslöser gedrückt halten. Okay, der zählt jetzt aber nur hoch. Wo wähle ich die Serie aus? Eine, die du schon aufgenommen hast? In den Fotos. Da ist nichts. Kann mir jemand helfen, der Ahnung hat? Wie nehme ich Big Bang Theory von heute auf? Du willst Serien damit aufnehmen? Ich lach mich tot. Also das kann das iPhone dann doch nicht. Verarscht mich nicht. Ich hab gleich Gymnastik. Rück mit der Sprache raus. Geht wirklich nicht. Was du meinst, ist ganz schnell mehrere Bilder hintereinander aufzunehmen. Dann lügt entweder ihr oder der Verkäufer, der das jeden Tag verkauft. Wieso kostet das sonst 800 Euro und hat so viel Speicher? Niemand lügt. Du bist nur zu doof, es zu raffen. Auf der Basis unterhalte ich mich nicht mehr mit euch. Ich bin brünett, aber nicht blöd. Muss man eigentlich einen Anwalt einschalten, wenn man das ankündigt? Und zwar habe ich beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Ist aber nichts passiert. Der hat dann gemeint, mich zu belehren. Und dann habe ich aus Trotz gesagt, dass ich keine Schuld habe und gerne meinen Anwalt einschalten kann. Daraufhin meinte er würde schon mal seinen informieren. Da sind wir weitergefahren. Jetzt habe ich aber Bammel, dass er wirklich seinen Anwalt einschaltet. Müsste ich dann meinen einschalten? Ich habe nicht mal einen. Was soll da passieren? Der kennt dich doch gar nicht. Und wenn er sich mein Nummernschild gemerkt hat? Vielleicht hättest du es lieber gut sein lassen. Scheint doch, als wäre er im Recht gewesen. Ja, aber man muss nicht so auf Oberschlau tun. Von wegen, das lernt man beim Führerschein. Hat er dich denn beleidigt oder so? Nein, aber er wollte mir die Verkehrsregeln erklären. Da krieg ich das Kotzen. Dann warten wir mal ab. Vielleicht solltest du nicht immer gleich mit sowas drohen. Kontaktier doch einfach mal einen Anwalt und erzähl ihm die Geschichte. Die Antwort möchte ich zu gern hören. Wie viel kostet eigentlich ein Flug ins All? Braucht das für Deutsch? Wikipedia sagt 20 Millionen pro Person. Okay, danke. Kommt hin. Was musst du machen? Aufsatz über einen Film. Ich schreibe über Gravity. Den mit Sandra Bullock. Find aber nicht so viel darüber, von wegen genauen Produzierkosten. Gravity hatte ein Budget von 100 Millionen, schreibt einer in einem Forum. Und pro Person kostet ein Flug 20 Millionen, sagst du? Ich habe so 5 Leute gezählt mit Kameramann. Aber da fehlen ja noch die kaputten Raumschiffe. Denkst du etwa, dass im All gedreht wurde? Schon? Wieso? Wie haben die denn dann die Aufnahmen von der Erde hinbekommen? Ich sag nur Special Effects, Kollege. Glaub ich weniger. Das würde voll viel Geld kosten. Kennst du Armageddon? Das ist eine Dokumentation und ist noch viel besser. Bruce Willis hat uns damals den Arsch gerettet, als er den Kometen gesprengt hat. Schreib lieber darüber. Okay, danke. Aber hab den Aufsatz schon halb fertig. Muss man sich vom Hausmeister eigentlich alles gefallen lassen? Kam gestern Abend gegen 9 von der Therme heim und da stand jemand unerlaubt auf meinem Stellplatz. Hab beim Hausmeister geklingelt, dass er sich drum kümmern soll. Der hat dann nur gesagt, dass er Feierabend hat, nicht dafür zuständig wäre und dass ich mich irgendwo anders hinstellen soll. Unverschämtheit! Das ist mein Stellplatz und ich kann erwarten, dass der für mich frei bleibt. Hätte das nicht bis heute Morgen warten können? Nein, ich kam ja an und konnte nicht parken, musste mir erstmal selber einen weiter wegsuchen. Der Falschparker war heute Morgen schon wieder weg, als ich aufgestanden bin. Hab gleich geschaut. Okay, aber der Hausmeister möchte halt auch irgendwann seine Ruhe haben? Ich hab ja den Stellplatz dafür, dass ich mir keinen umständlich suchen muss. Und wenn der Hausmeister seinen Job nicht machen will, dann soll er sich einen anderen suchen. Warum hast du ihn nicht einfach abschleppen lassen? Wie ist das dann mit den Kosten? Muss nicht ich die dann übernehmen? Keine Ahnung. Wie er sagte, ist nicht mal sicher, dass er überhaupt dafür zuständig ist. Der ist doch für die Anlage zuständig. Der hatte bestimmt nur keinen Bock. Nochmal mache ich das jedenfalls nicht mehr mit. Wie war der Urlaub, Maus? Hey, danke der Nachfrage. War ziemlich geil. Hab endlich den Tauchschein machen können und so krasse Fische gesehen. Das glaubst gar nicht. Da war sogar ein Seepferdchen dabei. Lol, ist da eins von einer Badehose abgegangen oder was? Was? Na, das Seepferdchen. Das macht man sich doch als Kind an die Badehose. Und das zeigt, dass man schwimmen kann. Nein, das meinte ich nicht. Ich rede von einem echten Seepferdchen. Ja klar, als ob.
Nee, ehrlich jetzt. Willst du mich verarschen? Wieso denn? Ich hab wirklich eins gesehen. Ja, und ich hab hier ein Nashorn rumfliegen sehen. Was bist du jetzt so garstig? Weil ich's nicht mag, wenn man mich für dumm hält. Hab ich da was verpasst? Wieso halte ich dich jetzt auf einmal für dumm? Weil du mir erzählen willst, dass du ein Seepferdchen gesehen hast. Aber wenn ich das doch habe? Seepferdchen gibt es nicht. Das sind Fabelwesen wie Kobolde oder Nashörner. Natürlich gibt es Seepferdchen, genau wie Nashörner. Warst du noch nie im Zoo oder was? Nur, dass du es weißt, ich war schon oft im Zoo, aber da gibt's keine Pferde unter Wasser. Oder diese Nashörner, die Regenbögen scheißen wie bei My Little Pony. Aber lassen wir das. Ich wollte eigentlich nur nett sein, aber alle werden gleich wieder zu Bitch. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres lustiges Video für euch am Start. Daneben solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren und darunter kommt ihr zu unseren Chat-Hörspielen auf Apple Music, Spotify und Amazon.